Das war ziemlich interessant zum Zuschauen. Ja, ich habe ihm gerade schon gesagt, ich habe es zufällig heute Morgen kurz angeschaut. Aber ja, eigentlich, ja. Moment. Ja, sind hier. Achso, okay. Also. So, warte, ich kann sonst für dich ein bisschen weiter. Also, ich habe halt Slavisch gespielt, auch ein bisschen irgendwas. Ein bisschen überraschend vielleicht. Ja, es war auch überraschend. Zu spielen, aber ich habe halt schon Abschlussstrafe vorbereitet. Ah, schon vorbereitet. Ja, aber nicht gut genug. Du hast gewonnen, Alex. Glückwunsch. Das war souverän, was, ja. Ja, das hier ist halt irgendwie das Engine Line. Ja, ich habe halt wirklich nur das angeschaut. Ja, ich soll halt einfach irgendwas spielen, was ja, also 0-2 ist oder so, das ist halt irgendwie stumm. Ja. War das nicht irgendwie Läufer-CLI, wir spielen ja die 6 erst enden. Ja, aber ich wusste nicht, was noch Thomas Läufer, kommt. Ja, ich glaube Läufer C3. Ja, hier glaube ich, macht man Läufer C3. Willst du deinen Stuhl dazustellen, Alex, oder? Wieso nicht? Gut, ich dachte hier, ja, ich habe eben das angeschaut, hier Läufer C3, glaube ich, ne? Ah, ja, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ob ich irgendwo zwischenschlagen kann, weil ich dachte. Aber ich kann mich jetzt auch nicht genau. Also bei mir war immer Läufer C3, BC3 drin, deswegen. Ja, ja. Aber ich glaube hier, ja. Das ist, wenn irgendwie da im G6 Springer E5 kommt, oder? Hier geht das nicht, ja? FG ungenau, oder was? Ja, die Frage ist, ob man es nachher auch noch machen kann, wahrscheinlich, ja. Das ist hier irgendwie Springer E5. Das sieht sehr verzweifelt aus. Ah, da geht König E7. Und dann König E7, König D6. Und wenn ich erst Schach gebe. Wenn ich erst Schach gebe, König F8, Springer E5, dann geht Läufer E8. Ne? Sieht so aus, ja. Ja, ich glaube, hier sollte es schnell. Ja, ich könnte. Aber da ist ja, ich. Die Frage ist, ob es eine Partie unten auch ging. Also hier? Da, nee, ja, hier ist. Das war falsch, ja? Ja, stimmt, hier ist besser. Also ist das Engine auf die ja, also das. Ja, ich wusste, dass irgendwie Läufer C3 BC drin ist. Aber das ist ja alles forciert. Ich dachte jetzt, wenn ich Läufer C3 mache, Turm dann Turm A1, das ist schlecht für mich. Und dann Dame F5, Turm F6, also Turm F6. Ja, genau, ich dachte erst Dame F5 und dann Turm A1. Ja, ich hätte halt am Anfang. Ja. Jetzt geht's. Ich habe direkt auf G5 geschlagen, ne, ohne zu überlegen. Das wäre so dumm. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Also ich wusste halt auch noch, dass diese Stellung mit. Ist deine Stellung eigentlich ja nach 2 gedacht? Ich wusste halt auch, dass hier. Das ist die Variante. Bis hierhin habe ich es angeschaut. Und dann gibt's halt irgendwie Turm C6, Turm H6, Turm F6, diese Schaukel auch in der Partie. Ja, genau, das kenne ich auch. Genau, die Stellung habe ich ganz kurz angeschaut. Und, ja, und ich dachte auch, in der Vorbereitung sieht irgendwie gefährlich aus für Schwarz. Bis wohin wart ihr noch vorbereitet? Also ich habe das heute Morgen ganz kurz angeschaut, weil ich vielleicht gedacht habe, aber nur wirklich ganz kurz. Ja. Das ist halt die erste Engine-Variante. Deswegen ist es jetzt auch nicht so die Kunst. Im Prinzip waren beide bis zum Schluss noch vorbereitet. Also die Stellung habe ich da wirklich im alles andere habe ich viel mehr angeschaut als das. Deswegen. Ja. deswegen, ich kann nicht viel dazu sagen. Also. Ich muss richtig drauf. Viel los hier heute. Okay, die Engine hat irgendwie 0,19. Wie hast du gespielt? Aber nach. Glückwunsch. Aber wenn jetzt. Nach dem Stau. Okay, aber es war trotzdem nicht so einfach. Okay, ja. Springer E2 sofort. Ich dachte, ja, Springer E2 sofort. Ich könnte mich halt auch irgendwie erinnern, dass wenn man nicht auf C3 schickt, dass man das Springer E2 geht. Ja, ich dachte halt, aber ich hab's falsch gespielt, ich werde bestimmt einfach verlieren. Aber gut, so ganz schlimm ist nicht, jetzt ist halt 0,4 statt 0. Sozusagen. Ja, gut, aber weißt du, ich halt 3 Bauern, ich muss halt sehr genau spielen. Jetzt habe ich halt immerhin nicht die schlechte Struktur. Ich spiele ja E2, kann jetzt machen vielleicht. Aber es ist nicht so, ist immer noch nicht so einfach, ne? Turm 6 machen. Ja, und dann halt hier zurück. Ich meine, wenn die Dame zurück muss, dann wird das sicher irgendwo spielen geben, oder? Ich glaube immer die 2 Figuren Läufer die 6 oder so. Oder ist das nicht gut? Ja, und dann Springer C6 und dann halt schauen, was passiert. Ja, also ich dachte, wenn ich langsam spiele irgendwann. Aber ich meine, hier hätte man noch mit Weiß so Angst. Nee. Aber was muss ich nicht her? Ja, okay. Gut, ich habe mit Schwarz auch Angst, weil ich kann alles Material weniger. Ja, das ist halt nicht alles gedeckt, ja. Na ja, gut, das ist alles gedeckt, aber ich habe alles verloren. Kannst du dich hier hinsetzen? Dann kann ich. Kannst du mir zuschauen? Ja, dann kann ich von den Kameras. Okay, wir sollten wahrscheinlich auch die Partie schneiden. Das ist nötig. Wobei Alex Partie war auch nicht so viel spannend war eigentlich. Jetzt wird die Partie interessant. So, Jungs. Erklärt mir mal Schach. Ich meinte, das war nicht spannend.
Also das ist irgendwie das mal. Ich wurde gerade auf Cheating kontrolliert nach der Partie. Wirklich? Ja, natürlich. Was musstest du dann machen? Ich meine, ich musste in irgendeinen Raum gehen, wo mich zwei Schiedsrichter freundlich beäugt haben und dann haben sie mich gescannt mit dem Scanner. Thomas 1, also normal. Ja, das habe ich nachher überlegt. Nach Thomas 1 spielen Serie E4, dachte ich vielleicht auch. E4 sofort. Aber ich dachte, es ist irgendwie. Ich dachte, vielleicht kann ich so nicht schlagen. Ja, E4 sofort nicht. Ich spreche C4. Vielleicht echt. Ja, vielleicht ist E4 interessant. Ja, eben Springer C4 und dann E4, ja. Das war eigentlich auch meine erste Linie. Ich habe dann nachher gedacht, vielleicht nicht. Ja, dann habe ich irgendwelche Springer D2. Ja, aber ich glaube. Hier E4? Ja, E4, Springer D2, Springer D5. Dachte ich. Wow. Und dann Springer Weinsturm C6, Springer B4. Ja, ja. Und dann. Okay, Springer D6. Ja, Springer D6 habe ich gedacht, Dame F4, DE4 und dann. Oder Läufer C, ja gut, Läufer C3B, Turm C3, B2, Turm C3, B2, DE4. Irgendwie sowas habe ich gedacht, aber. Kann vielleicht auch DE4 dafür. Warum DE4 ist Läufer C3 schlechter? Ich dachte immer Läufer C3 in der Partie. Also, wenn das funktioniert, ist umso besser, aber ist Läufer C3 nicht auch ziemlich natürlich? Ja, das habe ich berechnet, der Turm C3 und dann ED5 und GD5 habe ich nicht gesehen. Rechnen muss man können. Ja, das war jetzt schon recht einzügig. Ja, das stimmt, das habe ich nicht gesehen. Ja gut, dann muss man ja vorher nicht sehen. Aber Springer D6, Dame F4 und dann DE4, ja? Anscheinend, ja. Aber dann Springer E4 ist nicht so ein bisschen besser. Ich meine, ich habe wahrscheinlich kann man irgendwie nehmen, oder sind wir kein Nehmen und Turm C6 wieder zwischenzug, ja? Aber ist es so schlimm, dann B10, dann Läufer auf D5, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Das vielleicht, aber vielleicht ist sogar das okay, ja. Es ist halt, ich meine, Schwarz hat einen Läufer, aber das ist ja wohl nicht der Läufer Turm oder irgendwelche Bauern, ja. Schnell, schnell, Läufer D5, Läufer D6. Ja, du machst das mal eine Stellung, oder? Das wäre gut. Nein, ich dachte, du wirst gesagt, ich kann das verlieren. Ja. Aber optimistisch. Ich nehme meinen Wettkampf halt das Schlimmste an und ich habe mir gedacht, sogar wenn Rasmus das verliert, ist ja, Matthias gewiss. Sieht trotzdem nicht so schlecht, das dachte ich ja. Aber letztes Brett ist. Also als ich zu euch ans Brett gekommen bin, dachte ich, oh, beide noch so viel Zeit, das kennen die bestimmt beide. Ja, und dann habe ich gesehen, drei Bauern, das sind ganz schön viel, ist das möglich, okay? Ja, würde man denn nicht irgendwie denken, dass du jede Stellung in jeder Partie kennst, so schnell wie du spielst? Nee, das stimmt gar nicht. Sie kennt ja auch alles. Oder? Ja, hallo, ich habe heute irgendwie eine Stunde für 8 Züge nachgedacht oder so, das ist nicht so schnell. Okay. Ja. Das war das Beste, ne? Läufer der Turm A1, okay. Ich weiß nicht, ob ich halluziniere oder. Und Springer E2. Ich kann mich auch an irgendwie sowas erinnern. Wahrscheinlich habe ich erst mit der Engine irgendwie gefällt, was ungenau sein geht. Aber Springer E2 ist wahrscheinlich ganz schlecht, oder? Also, das ist die Frage, was. E4, A3. Ist alles nix, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist es okay, aber ich hatte halt super Angst. Gut, aber drück mal aufs Plus, vielleicht. Normalerweise die Tiefe auf das blaue Plus. Ja? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Turm C2. Da hatte ich Angst. Das habe ich auch überlegt. Springer E2, Läufer D2, Turm C2. Das ist vielleicht Unsinn, das ist nicht Komodo Dragon, der hat keine Ahnung. Ich will nicht einfach so spielen. Und jetzt. Was? Oh, ich kann nicht mit das an. Dann Läufer G6 ein und dann die E4, was? Läufer G6 E4. Läufer G6 E4, die Idee, also manchmal. Na, Läufer C3, Läufer E4, das sieht eigentlich nicht so toll aus, aber. Turm C3 und dann. Dame A3, das. Na, mit der Dame. Wow. Das ist schon beeindruckend. Ja, man hat halt alles Material mehr, ne? Und dann Turm E2, F3 und dann. Ja, ja, also wenn ich halt nicht irgendwie konkret. Angriffsideen. Das ist Turm, Läufer F3. Ja, klar. Ja, das ist schon recht konkret, ne? Rasmus, warum hast du nicht die beste Folge eigentlich gespielt? Was? Springer 6, C6. Ah. Ja, ich dachte, wo Läufer F4 kam, jetzt kommt bestimmt irgendwas mit eurem Springer F3 oder so. Also wie? Also ihr ersten Springer M6. Achso, das hätte auch so viel gebracht gegen uns. Achso. Das, was er gemacht hat. Ja gut, das hätte ja gar nichts gebracht. Na, hier liegen natürlich nicht erwartet, aber ich meine, wenn man schon Abtausch Slavisch erwartet. Ja, nee, das spiele ich ja nie. Halt nur ich spiele ja nie Slavisch Abtausch, das war eigentlich eine Überraschung. Muss man trotzdem erwarten. Ja, muss man trotzdem erwarten. Hast du es kurz angeschaut?
Ja, ich hatte es halt angeschaut, weil ich dachte, du bist überrascht. Oder ich weiß, ja, ich war auch überrascht. Ich habe doch schon sehr in Mode. Das ist ja nicht mal hier versucht jetzt. Also als ich Slavisch gespielt habe, hatte ich auch immer nur Angst vor Abtausch. Ja, ich dachte, Turnstil 2 wird das gleiche. Ja, normalerweise spielst du das. Also ist schon logischer. Ich hatte auch das hier überlegt. Was. Okay, und versuche ich, du weißt jetzt zu verlieren. Oder? Ja, ja, das ist halt schon riskant. Das ist schon riskant. Auch damenhaft die Idee. Ich dachte immer, die Dame nach C2 muss es irgendwie. Hm? Nicht so gerne mehr zwei. Ich hatte auch Läufer G6. Läufer G6. Ja, genau, ich dachte so. Und dann Läufer E4. Ich habe sogar Dame H4. Also rein auf F. Also so. Kommt da mal. Ah, jetzt hat er doch mal zwei aneinander. Ja, schlau, ey. Solche Tricks. Wow. Und immer noch fast ausgeglichen. Gut, aber hier ist es unangenehm. Ja, ja. Ja, schon klar. Nee, ich dachte aus menschlicher Sicht. Ich dachte, du denkst dir wahrscheinlich zwei Leute verlieren, dann kann ich auch verlieren. Ich hab's schon gesehen, ich dachte, beide, das ist dann der Rückseite. Ich dachte, okay, es ist nicht so einfach weiterzuspielen, ja. Ich hab schon gesehen, links und rechts saß nicht mehr aus für uns, ja. So. Aber okay, ich dachte, hast du auch von mir reklamiert, weil der Schiri kam bei euch, du hast reklamiert. Und wieso hat er das nicht geschnallt? Ja, er hat erst gedacht, es wäre nur zweimal. Aber also manchmal selber mit bei der Übertragung ist falsch. Warum möchte ich nicht das Risiko gegen ihn? Dachte, du kannst höchstens den sehen. Aber ja, ich dachte Dame F3, aber... Ja, ich dachte halt Dame F3. Aber dann dachte ich mal Otto um F6. Ich habe keine Feld für die Dame. Ja, ich dachte halt, das hier ist einfach schlecht. Ja, jetzt, ja, das habe ich auch überlegt, dann G5 oder was. Ja, ich dachte. B3, GF, BCF, ja, das habe ich auch gesagt. Ich dachte, du kannst höchstens so machen, aber hier hat man eher mit Angst mit Weiß. Das ist so ein höchstens sicher Gewinn spielen. Ich dachte, du kannst voll rein. Ja, Springer voll B2. Rein hoffen, ja. Voll rein und hoffen. Turm B1. Und dann Springer C4. Ah, und dann Springer C4. Und dann Springer D6 und dann F3. Wenn ich da mal finde. Ah, immer diese Springergabe, wenn der Springer D2 kommt. Ja, ein Springer ist halt eine schwache Figur, aber kann schon ein paar Mal tricksen. Ja, hier war schon eine normale Entscheidung. Nach Springer E2 muss ich wahrscheinlich E4 machen, ne? Hm? Wenn ich, was, ja, wahrscheinlich Turm A2. Also das war die genau, würde ich denken. Turm A2 schon, genau. Ja, glaube ich. Direkt hätte Springer E2 wahrscheinlich. Oder Springer E2, ja. Musst du nicht zum Bullet Brawl? Ah. Ja, Springer E2 sofort. Ja. Ja, ich muss halt Läufer C3 machen. Aber ich dachte halt, Läufer H7 kommt hier so lange weiter mit FG5, weil es ist nicht eingefallen, dass ich direkt Läufer C3 machen soll. Das wird dann halt besser wiederholen. Dann wäre es besser gewesen. Ja, da kommt halt die Stellung BC, Springer C4, Turm F1 und dann Turm C6 und das bessere Version. Ja, ja. Ich dachte wenn ich das Spiel sollte, ich das viel besser kennen. Ich dachte, bei der Vorbereitung so unangenehm aussieht. Ich habe noch kurz geschaut, ob ich es vermeiden kann, die Variante mit Läufer E5, Läufer G3, aber... Ja, ich dachte, dann G6 ist ja. Okay. Ist auch nicht so... Wieso bereitest du das auch gerade vor? Das war wirklich Zufall. Ich habe nur ganz gedacht, wie kann das so gut Theorie, dass er das einfach so aus dem Stand, diese ganze Welt. Ja, das war wirklich Zufall. Ich dachte, vielleicht, wenn du Slavisch spielst, um mich zu überraschen, dachte ich, okay, gucke ich noch kurz was an, was ich mache. Weil ich wollte jetzt nicht irgendwie Läufer F5 und Läufer G4 anschauen, das Zeug. Und dann dachte ich, ja komm, dann spiele ich Abtauschvariante und ich habe wirklich nur diese Variante angeschaut. Keine einzige andere. Ja.